4 Toren für eine Nummer 77. Die Nummer 77 in Turuk, Faizele Chivas, Guadalajara, William Osvaldo Guzman Aguiar. Da sieht man mal, Franz Hofer war früher auch ein guter Kicker. Im Spiel am Platz 5 mit 0:3 verloren, aber festes Team und ein tolles Team. Von der NBW wird dieser Pokal überreicht von Herrn Müller. Herzlichen Glückwunsch dem FV Olympia Laupheim. Gestiftet wurde der Pokal von den Alt-Olympianern. Herzlichen Dank dafür. Fünfter des Turniers, Sie haben es schon erwähnt, Platz 5 mit 3:0 gewonnen. Derby Kopenhagen. Vergangenes Jahr Sieger, dieses Jahr Fünfter geworden. Sympathische Dänen. Thank you for coming. Thank you too. See you anyone, yeah. Anywhere. Hopefully next year. Thank you. Bleiben wir mit. Für das gemeinsame Foto wird noch postiert. Dann kommen wir zum vierten. Knappe Geschichte. Nur im Elfmeterschießen unterlegen die U19-Nationalmannschaft der Demokratischen Republik Kongo. Frau Strobel und Herr Müller übergeben den Pokal. Und da kann man dann auch einen schönen Sekt reintun. Ich darf sagen, dass der Pokal für den 5. Platz die Volksbank Laupheim gestiftet hat. Und jetzt diesen Pokal des Petrini-Eiscafé in Laupheim und Erbach. Durch ein 3:2 im Elfmeterschießen. Herzlichen Glückwunsch, FC St. Pauli. Wir haben uns vorhin schon verabschiedet. Wir müssen ja bis Hamburg noch hoch. Sind jetzt wahrscheinlich schon Kassel am Balken. Dann kommen wir zu unserer finalen Begegnung. Tja, bis 4 Minuten vor Schluss hat es gut ausgesehen, aber Sie haben das Turnier ganz hervorragend bestritten. Nach 1998 die zweite mexikanische Mannschaft, sympathisches Auftreten, toller Konsul, Übersetzer und tolle Mannschaft. Herzlichen Glückwunsch zum 2. Platz, dem Pupo Deportivo Guadalajara! Felicitación, mucho gusto. Gestiftet wurde der 3. Platz von Hartmetallfabrik Andreas Meyer in Hörnhausen. Der 2. ist. Ja, das ist noch oben. Heißsparkasse Biebach, Zweigstelle Laupheim. Siehst du da oben den silbernen Koffer? Und das Ladegerät ist da. Von der Stadt Laupheim. Die
in diesem Jahr zusammen mit dem Jürgen-Schwarzkopf-Gedächtnispokal überreicht bekommt, der supportischen Mannschaft von Brünn. Herzlichen Glückwunsch, Fortuna Düsseldorf! NBW, Energie braucht Impulse.